Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberten. Beim letzten Mal haben wir ein paar Damenmissionen gemacht, also Damenkleidermissionen nenne ich das mal, weil wir halt so angezogen sind. Wir machen noch eine Mission in diesen Kleidern und dann werde ich mich umziehen. Und das meine ich, der hat sich jetzt gerade in einen ganz anderen NPC verwandelt. Er ist einfach so schön, wie das Spiel funktioniert. Ihr müsst halt immer mal drauf achten. Es sind halt solche Kleinigkeiten, die mich nicht stören, aber halt schon relativ lustig fürs Spielgeschehen an sich sind. Out. Out. Wer nicht hören will? Oh nein! Was ist sie? Will ich nichts. Bleib dir auf den Fersen! Komm, komm, komm. Weit kann sie nicht sein. Na also. Karte. Wo muss ich hin? Nein. Also direkt durch die Gasse wieder zurück. Und zwar geradeaus. Sehr schön. Wie viele Besen hier einfach mittlerweile liegen. Ah ja, das habe ich ja glaube ich bei Assassin's Creed 3 auch mal gemacht. Einen Bug vorgestellt, wo man dann unendlich viele Besen im Raum liegen haben kann. Ich glaube, es wurde mir ein Video, glaube ich, sogar mal zugeschickt, wo einmal einer das aus Just for Fun so gemacht hat. Einfach, glaube ich, der ist da 4 Stunden gegen die Person gelaufen, hat er geschrieben. Alter, das ganze Gebäude war voller Besen. Natürlich, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil sie dann auch irgendwann einschlägt, aber hey, es war lustig. So, alter Freund, die Intrige aufdecken. Ich glaube, das ist die letzte Aufgabe hier in dieser Missionsreihe. Vielleicht sogar. Die Handschrift stimmt überein. Es scheint, dass Boje hinter diese Verschwörung steckt. Wir haben kürzlich merkwürdige Aktivitäten rund um sein altes Lagerhaus entdeckt. Ich bin sicher, du findest ihn dort. Liebe Grüße, Gerald. Okay. Da ich eh nicht realisiere, wie rum gerade die Karte liegt, also hier die Map, laufe ich einfach immer dahin, wo gerade das Symbol hin zeigt, weil ich einfach nicht immer die ganze Zeit die Karte öffnen möchte mit Tab, wie ich es eingestellt habe, by the way. Ja. Und ja, ich weiß, ich bin glaube ich auch schon wieder an ein oder zwei Edelsteinen vorbeigerannt. Okay. Bonjour töten, ohne entdeckt zu werden, getötete Ziele. Okay, das heißt wieder auf die Giftpfeile. Moment, hatten wir den nicht schon vorher beiseite geräumt? Ach nee, wir haben ihn nur eingeschüchtert, stimmt ja. Achso, ich muss noch nachladen. Ach ja, hätte ich das mal vorher gemacht. Bitte sag jetzt nicht, ich muss den auch nochmal durchforsten. Nö, gut. Dann sollte das eigentlich alles gewesen sein, würde ich behaupten. Alter Freund. Volle Synchronisation. Sprich, das müsste jetzt, hoffe ich doch mal auch, die letzte Mission gewesen sein. Habe ich das richtig? Moment, ich scroll mal raus. Ja, das habe ich richtig erkannt. Gut, dann haben wir die in den Damenkleidungen direkt instant abgeschlossen, würde ich mal behaupten. Und es bleiben halt nur noch diese komischen Boxkämpfe. Aus irgendwelchen Gründen kriege ich die nämlich nur angezeigt, wenn ich die Damenkleidung anhabe. Oh, die feine Dame. Feine Dame. Outfit. Ne? Gut, ich würde sagen, wir laden einmal nach. Mal abgesehen davon. Und dann wechsle ich die Kleidung einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. So. Gut, nicht nur einfach aus Prinzip, sondern auch, weil ja, noch ein paar Nebenmissionen auf uns warten mit der Assassin Aveline. Oh ja, das hört sich gut an. Assassin Aveline. Okay.
Wenn ich jetzt übrigens auf die Karte gucke, dieser komische Handfaust-Ding ist weg. Ich hab's ja erwähnt. Okay, da ist ein Auftrag. Oder wollen wir die Hauptmission? Nee, komm, wir machen den Auftrag da oben. Brauche ich mich noch nicht mal markieren, ich sehe es ja so. Und dann machen wir heute noch einen Nebenauftrag mit diesen Fadenkreuzen, die wir auf der Karte haben. Wird wahrscheinlich auch wieder ganz lustig. Zwinker, zwinker. Na gut. Ach, Aveline, warum? Egal, es passt. Okay, wenn du meinst. Taubenjagd. Gegnerische Berichte beschaffen. Boten des Gegners bereiten sich darauf vor, die Stadt zu verlassen. Sie tragen Berichte über Templer-Aktivitäten in New Orleans bei sich. Wenn diese Dokumente abhanden kämen, würde dies die feindlichen Pläne zum Erliegen bringen. Liebe Gerald, nein, keine Ahnung. Dass sie halt da keine Signatur untergeschrieben haben, so von wegen mit lieben Grüßen oder sowas. Oder freundliche Grüße, dein Lehrmeister oder sowas. Kann man doch machen. Spricht nichts dagegen. So, Ziel lokalisieren logischerweise erstmal. Und wieder ein weiterer, der gerade online geht bei Ubisoft. Ich hoffe, dass man das echt nicht sieht. Und er spielt Far Cry 5. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß, sag ich da nur. Jetzt soll ich mich ein bisschen weniger auffällig verhalten. Ich habe schließlich die Assassinenkleidung wieder an. Okay, hier direkt neben der Umkleide, neben dem Henkersplatz, könnte man sagen, ist ja quasi noch ein Edelstein. Kann ich den? Nee, den kriege ich so nicht getötet. Square. Ich guck mal eben wegen Aufgaben, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Okay, es steht nur Zielperson töten. Unentdeckt, irgendwas ist halt irrelevant. Ich muss halt nur herausfinden, wie. Wie schaffe ich's? Ja, okay, Leiche plündern wird auch einfach. So. Plünder doch! Okay, ich muss erstmal abhauen. So. Schön, dass übrigens auch der Sound wieder rumbuggt. Ziel lokalisieren. Aber wenn das jetzt eine Mission auf Zeit ist, dann kriege ich eh das Kotzen. Und dann habe ich es jetzt schon verkackt. Weil ich da viel zu lange jetzt gebraucht habe. Und erst recht auch, weil viel zu viel vonstatten ging. Komm, außer Reichweite. Komm!
Ich war doch schon lange aus Reichweite. Und ich glaube, der wird jetzt auch nicht allzu schnell hinterherkommen, abgesehen davon. Aber dennoch ist es halt ein bisschen bitter. Alter, jetzt komm! Okay, und jetzt auch den hier einmal plündern. Taubenjagd, volle Synchronisation. Ach Gott, hab ich gedankt. Okay, jetzt brauche ich einfach nur einen Plan. Brauche ich. Ich glaube, der beste Plan ist es einfach jetzt mal einen Bestechungstypen aufzusuchen. Aber selbstverständlich, wenn ihr es euch leisten könnt. Hier kannst du noch was lernen. Oh, komm, jetzt hör auf, dich mitzudrehen. Ich würde einer Dame in Not gerne helfen. So, ich hoffe, dass ich die 1000 auch wieder mit reinkriege. Ansonsten bin ich ein bisschen angefressen. Ja, okay. Die wurden auch noch hinterlegt. Sehr schön. Dann muss ich wieder zu diesen. Ja. Wo ist denn der Bereich? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Das war da, heißt nach links. Alles klar mit Ihnen? Gut, ich laufe und laufe und laufe und hoffe, dass ich dann nicht falsch laufe. So. Genau, hier ist ja dieser Exekutionsplatz. Und dann war es irgendwie. Moment, wo denn? Da ist. Okay, dann war es in die Richtung. Weiß ich Bescheid. Moment. Ah, alles klar, läuft bei dem. Ja, du. Ach, Aveline. Zu blöd, um eine Leiter zu klettern oder was? Hallo, da ist eine Leiter. Ach, ich werde nicht mehr. Okay, dann egal.
So, dann haben wir das auch abgehackt eben. Da habe ich die gleich mitgenommen. Salutation! Zieh mich jetzt erneut um und würde sagen, ja, mach ich jetzt mit der Nebenmission weiter. Ich würde sagen, da hätte das jetzt hier wieder schon ganz schön viel Zeit in Anspruch nimmt. Mache ich gleich mal ganz kurz eine Überprüfung, wie es sich denn verhält mit dem Thema. Von wegen, ja, Prozentsatz, ne? Von daher, ich guck mal ganz kurz. Yep. Dauert ein Sekündchen. Aber ich müsste irgendwo bei 70 jetzt liegen, hoffe ich mal. Nicht mal annähernd. Alles klar. Ich glaube, Hauptstory ist wirklich nur relevant. Das heißt, ich habe jetzt noch ein paar Minuten. Ja, dann mache ich noch eben die Nebenmission in der... Achso. Die Nebenmission in Assassinenkleidung. Und dann gucke ich mal, ob es auch noch... ja, Nebenmissionen in Sklavenkleidung gibt. Also, wo man halt als Sklave sich ausgibt. Na. Warum habe ich jetzt eigentlich wieder volle Aufmerksamkeit? Oh ja, oh. Komm her und zeig mir, wie du kämpfst. Verfolg sie, da drüben ist sie. Wo ist sie? König von England, gibt's eine amerikanische... Je peux vous aider? Kann sie nicht sein. Mhm. Huch. Okay, das finde ich immer genial, solche Sachen, solche Momente, wenn so einfach komplett aufgelöst wird. Moment mal ganz kurz. Warum habe ich da eigentlich gerade kein Ziel, mal abgesehen davon? Ach nein, sag mir nicht. Das war auch die letzte Mission schon. Ja, was mache ich denn da noch? Was mache ich denn da noch für ein Blödsinn? Da habe ich jetzt gerade wieder Zeit verschwendet. Leute, es tut mir leid, dann kann ich mich ja direkt umkleiden gehen. Na gut, wenn das so ist, ne? Aber ist ja klar, wir haben keine richtigen Missionen mehr damit. Also, ich würde da auch keine mehr machen, weil logischerweise das relativ schlüssig ist alles am Ende, ne? Man holt ja noch die restlichen Informationen raus und fertig, ne? Ob das jetzt was für den Story-Inhalt liefert, also so einen Plot-Twist erzeugt, weiß ich nicht. Ah. Finisher. Oh, das ich weiß, es war total idiotisch und kindisch, aber ich wünschte, sie hätten sowas eingebaut, von wegen so, dass sie dann so schreit. Finisher. Ne? Okay, wir machen mal eben kurz die Kleidung anziehen und gucken, ob damit auch irgendwas gibt. Und ich komme auf die Karte und gleich so instant ploppen 1000 Missionen auf. Nein, keine Ahnung. Tatsächlich.
Jo, dann haben wir damit auch noch was zu tun. Da muss ich mir aber sogar Markierung setzen, weil ich sonst zu lange brauche, ganz ehrlich. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen jetzt voll Gas geben. In der Zwischenzeit kann er unser Assassin-Dasein mal Abklang nehmen. Anklang, Abklang, wie auch immer. Aber schön, was er sich merkt. Wir haben mit ihr mal die Peitsche und die Hidden Plates ausgerüstet. Was merkt er sich? Die Peitsche und die Hidden Plates. Ah genau, Fadenkreuz-Mission machen wir auch noch in der nächsten Folge, würde ich mal behaupten. Aber so heißt es. Ja, genau, so heißt es. Ah, ich habe wieder nicht gelesen, es tut mir leid. Ein vermisste Person muss gefunden werden. Und ich gucke natürlich, wie das heißt. Eine helfende Hand. Ein vermisste Person muss gefunden werden. Hauptziel, die verschwundenen Sklaven suchen. Vorgabe, die Mission weniger als eine Minute. Oh, okay. Oh, und ich sehe jetzt auch gerade die Voodoo-Dolls. Hier, das sind die Voodoo-Dolls. Und die sind jetzt schon verfügbar. Okay, erstmal mache ich die Mission und merke mir, dass wir hier bei dieser Tafel das Ziel haben. Halt! Sonst lässt dich dein Besitzer auspeitschen. Du, ich peitsche zurück, ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Lauf, 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 lauf. Nimm die Beine in die Hand, Aveline. Halt, ein weniger als einer Minute auswendig machen. Komm, komm, komm. Irgendwo, irgendwo, irgendwo. Bitte. Hier ist eine Lücke. Ah. Sie lokalisiert. Die Leiche Hinweise untersuchen. Okay. Der Fall sucht nach Verdächtigen. Ah, okay, das ist direkt eine Anschlussmission. Das Ziel lokalisieren. Ja, okay. Aha. Es geht nur um meine Fantasie. Huch! Ja, Ja. Ich weiß nicht, ob es bequem ist, auf dem Kopf ganz halt zu stehen. Okay, ist ja auch egal. Ich würde mal behaupten und sagen, wenn das jetzt länger dauert, ihr wisst es, Cut. Ansonsten, wenn es sich jetzt gleich beruhigt hat, geht's direkt weiter. Ich gebe den ganzen immer so ein, zwei Minütchen Zeit. Einfach weil ich das nicht so, ja, gerne möchte mit dem Schnitt. Aber jetzt hat sich, glaube ich, sogar komplett aufgehangen. Was sagt denn unsere Folgenzeit eigentlich an sich schon? 23 Minuten, das heißt, ich muss eh gleich wieder Folgenende machen. Das heißt, es geht noch in die nächste Folge mit rein. Ja, dann würde ich sagen, hier geht gerade gar nichts mehr. Mache jetzt Folgenende und dann in der nächsten Folge weiter oder mache ich jetzt einfach, da ich sage, okay. Muss ich mal gucken. Aber daher glaube ich, hier gerade nichts mehr passiert und auch sich nichts mehr regt. Sprach, als die Figur sich dazu entschied, doch noch weiterhin zu laufen. Entdeckt. Unentdeckt, ich verstehe. Excuse me, dann mache ich das in der nächsten Folge, würde ich sagen. Es hängt sich ja eh gerade ein bisschen auf. Von daher würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wie ich schon mir das gedacht habe, packe ich das in die nächste Folge, einfach, ja, dem zu Schulde, dass das halt alles sehr lange lädt hier, auch. Und ja, ich muss mich leider heute mal da mit einem schwarzen Bildschirm verabschieden, wo zwei Ladedinger sich angezeigt werden. Oder Ladekreis, ja, Kreis,
keine Kreise, das sind ja Dreiecke, Ladedreiecke, sich aufhängen. Von daher will ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao.